Fangen wir schon mal die ersten ab. Von unten die Tür immer. Bisschen kann ich ja hier standhalten. Ah, die Munition macht's ganz gut. Sehr gut. Okay. Kleine Reparaturpause. Oh, da platzen die ersten Türme. Das war's, oder? Von hinten ist noch ein Spucker. Ey, du Sau! So, Munition ist draußen. Okay. Wow, oh, da so die Hälfte oder Muni? Gut, dann reise ich schon mal ab. Oh, da sieht man, kaum sind die MG-Türme weg. Kriege ich hier gut aufs Maul, weil die persönliche Laser-Dinger halt echt nicht so toll ist. So, einmal repairen bitte. Bau halt 200-300 Repair-Kits. Ja, willst du mir jetzt zugucken, wie ich 500 Repair-Kits im Inventar baue, Südax? Kann 20 bauen. So. Ich habe keine Zeit, jetzt eine Anlage aufzuziehen. Wir wollen mal ein bisschen aktiv hier aufräumen. Meine Beispiel ist bei dir noch nicht so klar. Ja. Phantom. Ah, seht ihr, guck, ich muss gar nichts bauen. Hier, Phantom hat doch alles. Ich sag gar nicht, was ihr habt. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich mal hier unter Stein reinschmeißen. Und noch die Dinger hier. Warum habe ich denn den ganzen Blödsinn hier mal raus? So, mal jetzt mal richtig aufräumen hier. So. Holz darf ich nicht reinschmeißen, aber das brauche ich gerade nicht. Das brauche ich nicht. Das lassen wir mal da. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So, oh, guck mal, ein halbes Inventar leer. Ich glaub's nicht, ey. Bin das noch ich? Das schaff ich gerade nicht. Okay, jetzt haben wir den Fleck aufgeräumt. Das Problem ist, wie verhindern wir jetzt, dass die neue Basen bauen? Wir brauchen noch jemanden, der hier auch gleichzeitig mithilft beim Aufbau. Phantom! Was kann ich denn dafür, wenn ihr schon losläuft? Ich bin doch noch gar nicht so weit. Setz doch einfach Rohre in die Mitte irgendwo. Na gut. Außerdem habt ihr schon eine Kante gefunden, wo man eine Mauer hinbauen kann. Echt? Wo? Ihr habt ihr schon eine. Ach so. Ja, hier. Rüber. Oben sind wir noch am Suchen. So. Aber der Phantom hat jetzt unsere Munition umgestellt. Ah, ja, Jordan. Hä? Ach so. Ich dachte gerade Munition, eine bessere. Du hast doch gar nicht da alles reingemacht in die Pufferkiste. Ich bin noch beim Umbau. Alter! Wie kann man so ungeduldig sein? Kannst du auch lassen, um die Produktion zu pimpen. So, bin bereit. Spart das Gemecker. Ja, müsste ich ja bessere Laser haben, ne? Durch deine Spinnen. Ja. Na gut, es sind jetzt auch generell 3 Spinnen mehr, also. Ja. Ist halt so geil, wie schnell die Basen zerfetzt werden von denen. Schon geil. Sondern die platzt und es kommt nichts nach an Viehzeug. Ja, das stimmt. Von unten.
Warst du schon wieder? Oh, das geht voll schnell, ey. Ah, da kommen noch ein paar Gegner. Okay. Oh, da kommt er. Okay, da nutze ich die Mauer nochmal. Oh, da kommen einige. Okay. Ja, da kommen bestimmt was. Darüber. Ah, ich sehe schon, Munition ist auch schon aus. Ja, ich glaube, die sind geplatzt, die Türme. Deswegen ist da nichts mehr drin. Achso, naja, das kann auch sein. Okay. Ich habe noch 67 Granaten aktuell. Ich muss mal kurz hier einmal Spritturm aufstellen. Nicht, dass mir hier gleich der Sprit ausgeht. Bisschen. Meine sind noch voll. Ja, ich mache das immer zur Sicherheit ein bisschen. So, einmal rein. Oh ja, siehst du mal. Komplett leck gewesen, der Stack. Passt. Wenn ihr einen Bereich frei macht, dann habt ihr welche zum kurzfristig mitnehmen. Achso, du meinst hier. Du bist noch bei den Repair Kits, ne? So, keine Ahnung, in welchen Abständen ich Rohre setzen muss. Ich setze einfach mal irgendwo welche. So, ich würde mal gucken, was hier hinten so ist. Ja, mach das. So, dann setzen wir doch gerade mal hier eine Blaupause. Aha, Discord Mute. Nee, das geht jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Da gibt's jetzt kein Discord Mute. Dafür haben wir. Wenn's ihm passt, immer nur wenn's ihm passt. Ja. Das ist jetzt taktisch kacke. Genau deswegen haben wir es wahrscheinlich gemacht. Ja, Pech gehabt. Pech gehabt. So. Zack. Ach man. Gut, ich schmeiß rein. Sieh. Das Geile ist, wenn die angegriffen werden, die rennen erstmal zu dem Punkt, um sich zu sammeln, bevor sie angreifen. Das ist auch interessant. Ja. Radadadan, radadadan. Stirbt alles oben unter das. Ah, geil, die schießen sogar dahin, wo ich noch nichts sehe. Das ist so cool, dass die Artilleriegeschosse auch die Karte aufdecken. Jetzt macht es doch mehr Sinn, dass die Artilleriegeschosse Radare in sich drin haben. Im Rezept. Ja. Ach süß, MK1 Gegner. Käfer. Ja, davor. Ja, klar. Bin ich. Guck mal, da hinterm Eisen sieht doch ganz gut aus. Für eine Mauer vielleicht nach oben, im besten Falle. Oh, die Artillerie hat schon wieder fertig geschossen. Ja, alle. Ist fertig. Ich find's krass, wie gut die rote Munition immer noch ist. Fast. Ja, aber nur, weil sie so schnell ist. Ja. Na gut, ich weiß auch nicht, was haben wir jetzt die letzte Zeit geforscht? Du hast jetzt die Speed-Module, Speed gemacht für die Drohnen, ne? Ich mach momentan ein bisschen Drohnen, ja. Ja, oh, Hochleistungsrüstung 2. Oh Gott, da will man gar nicht wissen, was die braucht. Ja, okay. Ja, genau. Je mehr Repair-Kits dabei, desto schneller geht's. Eine Kiste in der Mall einrichten ist doch kein Ding. Wenn man freundlich Vertreibung plant, hat man welche zur Hand und muss sie nicht mehr meckern. Ja, ist doch schon alles eingestellt, Syntax. Ist doch schon alles da. Viele Granatchen habe ich jetzt aber nicht mehr. Okay, Produktion zu langsam? Aktuell noch, ja. Aber haben wir ja schon mal ordentlich freigeräumt, also. So, also hier ist Wasser.
Ich meine, man kann natürlich den See hier mit nutzen. Aber dann ist die Frage, wie es ja, da oben aussieht. Der ist sehr klein, würde ich behaupten, der See. Ja, aber trotzdem kann man da eine Mauer langziehen. Nach dem Eisen quasi. Ich schau mal noch, was da oben ist. Guck mal, Wasser. Vielleicht können wir da eine kurze Mauer einfach... Ach, guck mal, ja. Da ist nämlich wieder ein bisschen Wasser. Aber es ist auch nur ein kleiner See, wie es aussieht. Ja, aber besser als der andere da. Also man kann auf jeden Fall von hier nach da schon mal eine Mauer ziehen. Ich denke mal nicht, dass da oben... Okay, das wird echt witzig dann. Ja. Da brauche ich keine Artillerie für den Schrott hier. Kupfer. Ja. Boah, ist das Riesennester hier. Also hier kommt kein Wasser. Doch, oben. Okay. Da ist was Wasser. Wässriges. Oh, gar nicht so klein, oder? Ah, dann laufe ich doch mal an der Karte entlang. Dann schauen wir doch mal, wo das hinführt. Vielleicht haben wir doch Glück und können das da verbinden. Ah, okay, da kommt jetzt ein Nest. Ja, aber das sieht gut aus. Ja, dann können wir von da also eine Mauer hier hochziehen. Dann hätten wir die linke Seite komplett abgedeckt. Die Frage ist halt, ob man, also wenn du noch ein Stückchen weiter vorgehst, aufdeckst, vielleicht können wir hier auch einfach gerade komplett nach oben ziehen. Direkt hinter dem Eisen. Achso, ohne das gar nicht mitzunehmen, ja. Ja. Weil das ich will da jetzt nicht durchlaufen, weil dann locke ich alles an. Ja, ist gut. Dann geh doch mal nach... hier in die andere Richtung, nach rechts, was da so kommt, weil da müssen wir auch irgendwo dann Mäuerchen. Man sieht, hier gibt es noch schöne Bäume. Guck mal, hier ist richtig schön die Grenze von der Umwelt. Wobei, nee, es sind einfach nur andere Arten von Bäumen, sehe ich gerade. Ja, aber haben wir denn hier so viel Wüste? Okay. Weiß ich auch nicht. Na, hier ist tote Hose, also. Ja gut, wir haben ja hier hinten noch Wasser. Müssen wir halt eine lange Mauer ziehen. Ja, das wird darauf hinauslaufen. Ich vermute es auch, ja. Eine lange Mauer rüber zu dir. Dann können wir auch praxen hier das Mäuerchen machen rüber. Dann können wir nämlich unten den großen See komplett mitnehmen und dann da und da, jo. Nova hat's vor heute. Ja. Wir können jetzt erstmal auf der linken Seite die Mauer machen. Das heißt, wir machen jetzt hier links noch weiter frei. Und da müssen wir halt gucken, dass wir erstmal oben rum eine lange Mauer ziehen müssen. So, ich würde sagen hier... Oh, deine Spinnen kommen nicht hinterher. Ey, wer schießt hier? Ich glaub's nicht. Kommst denn du her? Keine Ahnung. So, irgendwo war doch hier ein Auto in irgendeiner Kiste. Mach ich mir das mal. Wo ist denn jetzt hier? Da. Mal einmal kurz Sprit nachtanken nach der Reise. Oh, komm. Okay. Auto? Hast du Munition? Dann will ich nochmal Artillerie setzen. Bisschen Muni habe ich noch. Okay. Ein paar Schuss. Ja, dann komme ich gleich mit dem Auto rausgefahren. Oh, cool. Zack. Okay. Fehlt noch Mauer. Ah ja, sehe es gerade. So. Alright. Was haben wir noch? 40 sind's insgesamt. Okay. Goldener Wolf, einen wunderschönen guten Abend. Moinsen. Schön, dass du da bist. Hi, kann man Blueprints spiegeln oder kommt das erst mit 2.0? Blueprints kannst du immer spiegeln. Es sei denn, es sind Flüssigkeiten, also Rohre oder Signale dabei, dann brauchst du Mods. Aber spiegeln ging schon immer. Die Funktion ist ja schon länger. Ja.
Ah, oh, es kommt Autosave hier. Hm, ich war auch gerade so gedacht. Läuft ja. Mach mal eine Blaupause und drück G. So, Muni leer. Okay. Ach, scheiße, meine Drohnen. Schon wieder aktiviert. So, dann brauche ich... da kommt nochmal ein ordentlicher Schwall. Kratze da. Gerne doch. Also, Phantom, wolltest du jetzt eigentlich eine neue Mauer designen oder soll ich das machen? Wegen Öl wollte er halt, ne? Ja, gut, das kann ich ja mit anbauen, das ist ja nur das Problem. Ja, ich mach das schon. Ja, lass Phantom das. Dann, dann setze ich einfach Mauer und genau. Ja, ich nehme ein paar Lasertürme mit, die wirst du ja sicherlich mitsetzen. So. Ja. Reißen wir mal ab. Wo sind die Mauern? Mein geliebter Phantom. Ben? Hast du die Mauerproduktion vergessen? Nee, oder die ist da. Und doch die hier. In der Mall? Ach, ja, okay. Ich hab die Kiste gesehen. So, haben wir noch AT-Munition oder wie schaut's aus? Aktuell nicht, wird aber nachgebaut. Okay. Aber ich komme schon mal raus. Dann. Bin hart beim Pimpen. Dann plane ich schon mal von hier aus das Schienensystem weiterzuziehen. Mach das. Gehe ich gerade mal noch ans Wasser unten hin und räume da noch ein bisschen die Überbleibsel auf mit den Spinnen. Das sollte ja so gehen. Wenn ich das Schienensystem setze, kann ich auch ein paar Radare setzen, dass wir da immer wieder ein bisschen mehr Überblick haben. Aber ja, also so ist es deutlich angenehmer so. Geht gut. Erstaunlich. Ja, musste mir in die Nester rein. Ja, aber ich finde es auch erstaunlich, dass 6 Artillerien einfach locker reichen, um da die Nester auszumerzen. Weil halt einfach Explosionsgeschosse und ja, hat schon krass. Oh, es ist Tag und mir geht gleich der Strom aus. Glaub's ja nicht. Was ist da los? Ich hab so viel Batterien, aber irgendwie... Ja, gut, es sind halt einfach nur... Was wäre denn... Achso, wir könnten ja theoretisch den Kernreaktor... Aber da fehlen uns halt die ganzen Sachen. Persönlich können wir den schon bauen. Du läufst da runter gerade. Ich laufe jetzt runter, ja. Ja, dann komme ich zu dir. Setze ich da mal die Mauer. Ups, nein. Wo willst du setzen? Direkt da an der Kante und den kürzesten Weg zum Wasser. Ja, du meinst jetzt hier. Ja. Ja, also machst jetzt da zu. Genau, ich wollte hier die Ecke wachsen und dann da die Ecke halt reinmachen und rüber. Ja, da müssen wir das Nest auf jeden Fall noch wegkriegen. Genau. Aber ich denke mal, so viel Munition wird man noch da haben. Dann setze ich da gleich nochmal die Blaupause. Ja, brauchst ja da nicht mehr allzu viel. Da fährt er los. Wo ist er da? Da gucken wir mal hinter das Eckchen, der Typchen. Okay. Bereit. Ja, warte. Muss die Munition greifen hier. Dafür ist die Munition entsprechend teuer. Ja, aber die ist jeden Cent wert. So, 18 Schuss. 16 Schuss, so rum. Ja, wird reichen. Wie man sieht. Vor allem ein Schuss und es platzt halt einfach alles. Ja. Ja, unten ist noch ein Nest. Dadurch weg jetzt. Ja, eben. Gut, ist leer. Ist die Sonne weg?
Kommt noch was? Oder? Nee, ne. Da sind noch welche. Habt ihr schon mal diese Entladungsverteidigung genutzt? Ich noch nie, im Spielfaktor schon ewig. Geht mir genauso. Ich hab die auch noch nie zum wirklichen Sinn erfahren. Weiß auch nicht. Noch niemals gemacht. So, weg damit. Also die Entladung habe ich echt auch noch nie benutzt. Nee, habe ich auch noch nie benutzt. Ganz ehrlich. Ja, ist ja auch was. Was macht die für Schaden großartig? 100 Schaden und dann halt in einem Bereich von 8. Und 8 ist halt nicht so wirklich groß, ne? Man, 100 Schaden klingt jetzt viel erstmal, aber wenn ich jetzt mal gucke, so ein grüner Beißer, der hat halt schon ein bisschen mehr Leben. Das ist halt definitiv nur für absolute Nahverteidigung und... Vor allem musst du es halt mit der Fernbedienung triggern. Hättest du das jetzt einfach im Inventar und es würde halt quasi... Ich meine, da steht Feuerrate 0,5. Ich meine, da steht wieder Reichweite 10. Ach, der Effekt ist, hat eine Reichweite von 8 und die Reichweite ist 10. Feuerrad ist 0,4. Ah. Sinus ist halt irgendwie, bin gespannt, ob die bei 2.0 drin bleibt. Geht, glaube ich, nicht um Schaden, sondern um die Weg wegzustoßen. Ach, die machen, die stoßen das weg? Okay. Das steht da doch aber gar nicht dabei. Ist dabei? Machst du, kannst du das Nest zurück. Ja, stimmt. Ja, unterwegs. Supi. Oh, so viele. Oh. Kaum noch Strom. Wenn er mich hier ein bisschen. Dum, 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 wo ist es? Oh oh. Ich platz gleich. Warum tust du sowas? Jetzt irgendwie das mit dem Reparieren. Ich weiß nicht. Ich habe genug Repair Kits, aber es dauert ewig, bis da mal eine Drohne rauskommt. Hallo. Alle repariert bis auf mich selber. Reparier mich selber, bitte. Wäre die selber... Oh, habe ich keine Drohnen mehr? Nur noch eine? Habe ich nur noch eine Drohne? Oh, sind die kaputt gegangen? Mal gucken. Oh, ich habe tatsächlich nur noch eine Heavy Construction Bot. Ups. Phantom, hast du ein paar Bauroboter irgendwo? Die baust du doch bestimmt. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit? Wenn du jetzt noch sagst, wo? Danke. Nehme ich nämlich... Die schreien da. 1, 2, 3, 8, 9, 10. So. Ich will, die hier will ich gar nicht haben. Die stecke ich jetzt weg. So. Und drauf. Hast du die jetzt in die falsche Kiste gepackt? Ja, ich dachte mir, das ist doch eh alles Anforderung. Phantom, das müsstest du doch inzwischen gelernt haben. Ich weiß, Klasse. So. Okay, das ist der Bereich clean. Oder clear. Da hat es noch was. Kleines Würmchen, guck mal da. Hast du ein Babywürmchen gefunden? Ja, ein kleines Babywürmchen, das arme Ding. So. Dann reiß ich, dann gehe ich erstmal da hoch. Ja, ich mache hier unten die Mauer mal fix. Ja. Dass wir da unten Ruhe haben. Was haben wir denn hier so erschlossen? Kohle, Sulfur Chunk ist immer gut, Iron Chunk, Copper Chunk und dann halt zwei große Felder. Boah, 17 Millionen pure Iron Chunk. Wenn ich bedenke, dass ich da immer noch ein Feld da unten angezapft habe, wo halt 26 Millionen sind. Aber okay. Ja gut, das andere sind noch 12, ja. Ja. Dann müssten wir wohl vielleicht einfach die Anlage größer bauen. Naja, es liegt ja am Verbrauch. Wir verbrauchen halt gerade zu wenig einfach. Aber Prio hat erstmal Strom, weil es bringt jetzt nichts, eine Anlage größer zu machen. Wollte gerade sagen. Ja, gut, das ist klar, das ist klar. Deswegen, also die Anlage einmal kopieren auf jeden Fall. Hat ja theoretisch hier Platz. Da sind auch keine Erze. Können wir nach links Land aufschütten ein bisschen. Ohne das Land anzuschließen, ne? Also ich mach's nicht. Ich mach's wieder nur kaputt. Ja. So, ich warte mal noch, bis der Strom hier mal voll geladen ist. Oh, ich muss schon wieder niesen. Willkommen in meinem Leben. So, dort. Willkommen in meinem Leben. Ach ja.
Da hilft nur eins mehr verbrauchen. Ja, machen wir, ja. Aber momentan haben wir das Problem im Strom. Deswegen ist unser Verbrauch nicht so riesig, weil der Strom halt nicht nachkommt. Siehe hier, wir sind mittlerweile im roten Bereich. Ja. Weil halt Forschung gerade ordentlich rauskracht. Aber ich guck trotzdem mal nach, weil ich habe ein paar Sachen gepimpt, wie es da jetzt ausschaut mittlerweile. Also wir, an der Anlage kann man zum Beispiel sehr gut feststellen, dass wir Kupfer, das schlechte Kupfer, also das Por, sehr, sehr gut hier verbrauchen. Ne? Die Anlage läuft dauerhaft gerade. Man sieht auch, dass die Anlage zu klein ist. Sprich, man hätte das etwas länger bauen müssen. Man könnte es länger bauen, indem man hier das Prinzip vom Bahnhof auch so macht wie bei der Eisenplattenverarbeitung, die ich ja vorhin angepasst habe. Also so. Dann würde man dann mehr Platz hinkriegen. Das füllt sich gut auf mittlerweile. Genauso wie das hier. Was aber daran liegt, dass hier zu wenig Kupfer ist. Dann ist die Frage, wie schaut es denn in den richtigen Kupferschmelzen aus? Das ist die hier. Oh ja, da ist noch genug Reserve da. Hier könnte man locker das hier mal aufbauen. Dass hier prinzipiell mehr wie ein Zug kommen kann. Sonst dauert das nämlich zu lang. Weiß gar nicht, wie viele Züge haben wir. 3 Stück. 2 sind unterwegs. Da müsste man sich auch überlegen, vielleicht noch einen vierten Zug mit einzubinden. Das sieht so langsam aus hier. Achso, ja klar. Strom. Das ist jetzt halt der schlechte Output vom Strom, klar. Hui, 3,7 Gigawatt. Beim letzten Mal hatten wir gerade mal 2,1. Die Forschung von Phantom, die haut hier allein schon 600 Megawatt raus. Nur die Forschung. Ja, und da die Forschung angesprungen ist, sind natürlich auch andere Anlagen noch angesprungen. Genau, der Verbrauch ist jetzt halt entsprechend höher. Ich meine, man kann das ja auch mal anschauen. Wenn wir jetzt mal gucken, so unser Verbrauch seit über einer Stunde. Interessant, das Blaue hier ist halt extrem interessant. Kupferkabel führt halt so derbe an der Spitze. 1,2 Millionen. Ja. Ja, allein die ganzen für die Schaltkreise. Schade, dass es die nicht in Vanilla gibt. Das stimmt, ja. Ja, kleine Schaltkreise. Fast nur Schaltkreise. War ja. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Aber wenn du auf 10 Stunden gehst, dein ist wird genauso viel verbraucht wie 10 Stunden. Kupferkabel. Oh ja, krass. Naja. Oder 50 Stunden ist dein Favorit. 13 Schuss, 14 Schuss. Das klingt gut. Nova, bist du bereit? Ich würde nochmal gerne was setzen. Ja, ich hol dir gleich. Mach gerade hier die Mauer. Ja, ich gehe hier auf Schussposition. Räumen wir gerade hier nochmal auf, die Felder hier. Mal die Tasche leer. So. Wo ist er denn, der Gute? Ah, da hinten. So, ich warte, bis du die Türmchen gefüllt hast. Und dann hau ich rein. Warte, ich setze da auch noch einen Turm ins Eck da hinten. Okay, kannst. Oh, jetzt sind, warte mal kurz. Die sind in die Spinnen reingefloppt, weil du gerade rübergelaufen bist. Ups. Wenn die Bots auch direkt Munition mit liefern würden beim Setzen. Da gibt's, glaube ich, eine Mod. Autofill-Mod. Okay, die schießen alle nach unten gerade. Dann kommt. Ja, muss dann gleich mal gucken. Ich glaube, in irgendeiner Spinne war noch Zeug drin. Okay. Ja, ich war auch schon beim Schauen, aber dann haben sie sich wegbewegt. Nee. Ja, Entschuldigung. Oh, guck mal, wie weit der schießt schon wieder. Hä, wo schießt denn der hin? Ach, da hat sich ein neues Nest gebildet. Gleich mal ein Rohr hinsetzen. So. Oh, ich habe noch ein paar Schuss für dich. 5 nochmal. Ja, nach unten. Ups, ja, da an die Küste. Sehr schön. Weg ist weg. Rauf! So. Oh, letzte Turm schießt noch. Das ist ja leer. Kommt aber noch ein bisschen Spielzeug für dich. Ja, ich seh's.
Reparieren. Die eine ist auch schon gut am Arsch. Hallo? Reparieren! Also das ist... Krasser Delay, ey. So, ich bin mal gespannt. Jetzt ist die Forschung aus. Jetzt gucken wir mal Strom. Ne? Jetzt sind wir nur noch bei 2,1 Gigawatt. Hey, wo kommt das her? Nutech? Vom Infatron. Ah, okay. Biometer? Oh, okay. Über Bio kriegen wir die auch, die Kristalle. Interessant. Ja, aber das geht, glaube ich, wieder nur auf der anderen Dings. Planeten. Ja. Ich glaube nicht, dass das Rohr zerfetzt hat. Ich glaube, die Artillerie macht doch keinen Eigenschaden, oder? Alle Waffen machen Eigenschaden. Dann kann es gut sein, dass es das Rohr gleich wieder zerfetzt hat, als ich es gesetzt habe. Oh, tatsächlich, da ist die Blaupause. Geil. Nett. Okay, also hier oben kannst du jetzt auch Mauer setzen. Der Bereich ist clear. Beziehungsweise ich sehe gerade da vorne noch was. Ich weiß ja nicht, wie es da oben aussieht. Du hast ja noch dunkel. Ich weiß, aber erstmal Mauer setzen. Hey. Gerade mal hier unten mit der fast fertig. Ja. Ja, das ist auch aufgeräumt, sauber. Setz mal ein Rohr hin. Okay. Da brauchst du eigentlich erstmal nur eine Mauer hochziehen, ohne irgendwas daran zu setzen, so dass die nur nicht so vorbeikommen. Ja. Ja, ich kann auch selber die Blaupause setzen mit den Mauern, das ist kein Ding. Nee, Blaupause brauchst du nicht setzen, ich setze eine neue. Du brauchst ja nur eine einfache Mauer hochsetzen, damit die da nicht durchkommen, um neue Dings zu setzen. Weil da greifen die nicht an, da ist noch keine Umweltverschmutzung. Okay. Also irgendjemand hat mein Sturmgewehr ins Inventar gegeben. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Das war auf einmal da, aber gut. Cool. Was wollte ich jetzt? Achso, Bauroboter brauche ich. Auf einmal war es da. Wir haben zu wenig Mauern. Ja, ich mache gerade noch die letzten Zähnchen hier fertig. Oh, hier unten steht... Dossier ist da oben. Ja, ich zieh gerade eine Line. All the line. Da, da, da. Da, 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 da. Oh, 4, 6. Vielleicht soll ich den Drohnen folgen, wo die Mauer hergestellt wird. Vielleicht ist da mehr am Herstellort. Wenn ich das finde ich es nicht. Ich war's nicht. Mauer wäre ganz links hergestellt. Ganz links. Ich sehe nur Ziegel. Wo sind bei dir ganz links? Da? Oh, tatsächlich. Ei, da ist ja viel. Ja, okay, komm, dann greife ich da mal rein. Okay. Irgendwo ist der Party. Was gibt denn gerade? Oh, oh. Oder ja, oben. Sind sie, glaube ich, durchgebrochen. Was, sie sind durchgebrochen? Ja, muss ja, so wie sich das anhört. Ah, scheiße, ja, ich habe keine... Ich krieg's aber nicht angezeigt. Ach du heilige Mutter Maria Gottes. Ja, das kann Strom gerade. Ja, halt, weil sie es weggelassen haben. Da. Schnell würde ich bin es hin. Naja, alles gut. Ja, ich krieg die Munition nicht gesetzt. So, jetzt hab ich sie gesetzt. Oh, schade. So, jetzt. Okay. Ja, wenn du halt zwischendurch nicht immer mitkriegst, wo was kaputt geht. Ja, dann bist verloren. Ah, okay, hier ist nochmal ein Nest.
ziehe ich jetzt kurz die Mauer erstmal nur so durch, dass es einfach zu ist hier. Aber wo war das ganz da hinten? Um Gottes Willen. Nova, da brauchst du nichts bauen. Da komme ich gleich und. Achso, ja, ich mach dann, hab dann noch ein bisschen Wald weggemacht für dich. Oh. Ich designe dann da gleich. Okay, wie schaut's aus? Wir haben Artillerie 24, 28. Also wir könnten wieder loslegen. Dann, ja. Dann würde ich gerade hier an der Stelle einfach mal aufbauen. Pack ich mich mal hier leer. Da hole ich ein bisschen Munition. Fast 60 Schuss. Oh, nice. Alright. Mauer steht. Hat es eigentlich durchguckt bei den Spinnchen? Nee. Na gut. Ja, ich hatte größtenteils durchgeguckt, aber war nichts mehr drin. Ich hatte ja vorher auch schon was rausgeholt aus deiner Einspinnchen. Lauft! Flieht, ihr Narren! Haha. Da kommen so einige, ey. Da kommt ein dickes Wäldchen. Ja, die kann man so schön verarschen, wenn die Mauer hier ist. Raffen sie mich nicht. Geht doch schon wieder was kaputt. Ja, hier bei Dossi gerade. Naja, bei mir. Oh, Arena ist offen. Parallel mache ich doch gleich mal noch die Arena. Ich bin ja multitaskingfähig. Ach, ja, auch. Das ist es ja. Gehen ja immer an verschiedenen Stellen gleichzeitig was kaputt. Ja. Oh, da kommt noch mehr. Heieiei. Boah, jetzt ruckelt sogar bei mir, ey. Hoho. Ich glaube, irgendwo ist eine. Wurde was ganz Krasses getriggert. Das ist gleich eine Riesenarmee oder? Überall blinkt's auf der Karte, ey. So, ich soll Spinnen durchsuchen, hast du gesagt. Ja, es kann sein, dass in der einen oder anderen noch ein bisschen Saft drin ist. Saft. Saft. Der gute Saft. So. Also spontan nichts gefunden. Aber ich kann auch nicht jede Spinne anklicken, weil die alle so aufeinander gestapelt sind. Ne, ist gut. Ich glaube, das ist keine Munition. Hast du die, hast du 60 Schuss da reingeklatscht? Was? Ja, ja, 60 Schuss waren da drin. Oha, ich habe Arena gewonnen. 2-8 sogar. Guck mal an. Ah, geht's ja Dossi. Das müsste ja fast neuer Rekord sein. Nee, der Rekord ist ja bei 3 irgendwas. Ja, habt das gehört, Leute? Wir müssen uns anstrengen. Ja. So, ich guck mal noch mal. Ah, okay. Na doch, da ist noch ein bisschen was. Jawohl, macht weiter Party. Schön weiter hinten Party machen. Mach richtig schön große Nester. Oh, oh. Party in den Wald. Ich mach Waldparty. Oh, da oben. Perfekt, dann clear ich das, den Bereich auch noch mal. Hätte ja eigentlich Strom mit hochbringen können. Naja. Okay, warum ruckelt es gerade so? Ich, ja, mir geht's grad. Ich muss gerade mal gucken. Ich kann dir nicht sagen, bei mir ruckelt es die ganze Zeit nicht einmal. Bei mir ist es gerade sehr, sehr laggy. Geronimo!
Oh, Nova, du bist aber hier mutig. Ah, mit der Minigun kommt er da. ich hab noch Fisch im Inventar. 71 Fisch. Mit der Minigun. Nee, ihr Schweine. Kommt her. Ja. Tja. Schön mit dem Minigun hier durchgezogen. Ja, oh Mann. Komm, es macht so Spaß. Ja, Artillerie, ich finde Artillerie geil. Ich habe das früher dann über Drohnen verteilen lassen. Oh, wie es aussieht, haben wir keine Reichweite mehr. Okay, dann. Ich gib's dir mal ins Inventar. Ja. So, hast deine Drohnen aus, nicht, dass du mir die Sachen klaust? Achso, ja, hab ich. Ich hab noch die Minigun aktiv. Okay. Ich guck mal ganz kurz, was wäre da? Kann auch sein, dass der Laptop gerade ein bisschen zu heiß wurde, deswegen hat's geruckelt. Hab mal anders hingestellt. Notfall stelle ich ihn gleich vor die Klimaanlage. So, dann gehe ich mal hoch, dass wir da den Rest voll frei kriegen. Das ist natürlich echt dappig, was hier schon offen ist. Na ja, gut, wir ziehen ja, wollten ja sowieso gerade nach oben ziehen. Ja, stimmt auch wieder. Repair. Zieh mal die Mauern ein Stückchen hoch. Ja, ich setze hier gleich nochmal Ding. Partymacher. Und kaum kommen die Viecher näher, quickt Nova wie ein kleines Mädchen. Hallo, was? Ich bin todesmutig reingelaufen. Alles andere sind Hörensagen. Das ist ja, als wenn man in der eigenen Losbude gewinnt. Ja, das stimmt, Corvus. Das stimmt definitiv. Ich glaube, Klaas wird mein Lieblingszuschauer. Klaas? Warum? Nur so. Ich kann es mir denken. Na. Erzähl nichts, Klaas. So, Mauer ist da mal durchgezogen. Mhm. Hast du noch einen Turm? Zufällig da? Einen habe ich noch in der Tasche, ja. Ja, pack den mal da drauf. Ne? Na? Ach ne, mach da nicht, weil du Drohnen anhast. Achso. Ich habe kein Modul dafür. Aber ich habe es so gemacht. So, okay. Kann ich? Ja, bin in Position. Ist der Tür so langsam hergestellt? Ja. Hey, ihr Schweine. Hast du deine eigene Mauer gesetzt für dich? Ja. Leider leer. Ja gut, wir wollten eh nur das Nest hier machen. Okay. Ich hab immer wieder vergessen, Rohre zu setzen. Oh, da steht ja noch was. Attacke! Kann ich noch mal gucken, den Muni? Sollte eigentlich wieder ein paar Schuss da sein. Ich weiß nicht, ob noch was in Reichweite ist. Ich schmeiß mal rein, dann sehe ich's. Nö, doch. Doch, die bewegen sich. Läuft. So, pack ich mal das. Zwei Schuss waren's. Ach, da oben noch. Oh je. Yeah. Naja, okay. Das soll's gar nichts. So. Ich hab mein Ding wieder aus. Ach, ja. Dein Ding. Ich warte noch auf die Gegner, weil da müsste noch was kommen. Na, wo bleiben sie? Da kommen sie. Achtung. Ha, Nova wieder. Todesmutig. Ich nehme die kleinen Beißer von der Seite. Okay, dann kann das alles weg, oder? Ja. Okay.
Dann hätten wir jetzt den Westbereich soweit clear. Jetzt ist die Frage, wo ziehen wir jetzt eine Mauer, damit unser neuer Bereich, den wir jetzt erschlossen haben, geschlossen ist? Also ich würde jetzt behaupten, wir fangen hier hinten an. Warte, ich sehe es gerade nicht. Warte. Hä? Ganz groß. Ach, du willst jetzt darüber gehen? Ja. Darüber und dann von hier weiter gucken, was da kommt. Hier sein. Ja. Gucken, was kommt. Ja, dann würde ich mal schauen. Weil dann haben wir ganz. Ja, dann haben wir nämlich wieder richtig viel Platz auf einmal. Ja. Und dann können wir kann ich mein Öl da unten ein bisschen weiter ausbauen. Kann da auch ein bisschen. Wir gucken noch mal wegen Strom. Dann können wir die Munitionsfabrik irgendwie beschleunigen. Hab ich doch schon. Hast du schon? Reicht nicht. Da kommt zu wenig rum. Ja, ein paar Schuss habe ich noch in der Tasche. Also ich habe das Quieken doch genau gehört, Nova. Klar, babbel nicht. Babbel nicht. Aber übrigens für die Zuschauer, ich habe es doch sehr gut. 20 Schuss gesagt. Sind doch schon wieder da. Ich habe überlegt, mich umzubenennen. Einen neuen Namen für mich. Sollen das heißen? Auch nur so. Ey, was Phantom? Phantom? Was hat er gesagt? Was? Hier unten geht ganz viel kaputt gerade. Ja. Ah, das war falsch. Sind doch schon wieder knapp 30 Schuss da. Ja, ich verballer halt 60 pro Minute gefühlt. Ja, verballer weniger. Oh, scheiße. Hab was gelockt. Verballer weniger. Ja, das geht schlecht. Ja, aktuell geht das schlecht, ja. Tut mir leid, dass ich beschäftigt bin, hier ständig die Mauer zu reparieren. So, ich würde sagen, hier bin ich doch schön mittig, um einfach alles auszuradieren. Boah, dann viel Spaß. Ich bleibe im Wald. Da habe ich keinen Safe Spot. Kein Safe Spot hier bei dir. Ja, ich brauche Munition und ein paar Türmchen. Die Türmchen gibt's ja auch noch in der Mall, oder? Ja, gell? Ja, doch, da, okay. Gerade mal das raus. Alles rein. Keine Taler. Nee, aktuell nicht. Der Bot kann nicht. Der Bot ist gerade ein bisschen kacke, was Taler angeht. Nein, ein anderer Name. Na, kann ich hier die Munition drauflegen? Ja, perfekt. So. Ich hab wieder gut gefülltes Inventar. So, ich gehe mal weg, dass du nicht aus Versehen die Spinnen wieder reinpackst. Danke. Okay, bin 71 Schuss. Bin noch ready. Habe ich noch Repair Kits? Ja, okay. So gut würde ich welche holen in der Zeit. Ah, die Artillerie. Da ist ein ganz großes Nest unten. Ja, ich sehe es gerade. Und da habe ich nicht so viel Türme auf der Seite. Ich setze gerade noch mal einen Turm schnell. Noch ein Turm. So. Ah, ich lock sie einfach zu den oberen Türmen. Hehe. Ihr Dummköpfe. Und dann schlaufe ich euch durch einfach, ihr Spacken. Denn ich todesmutig hier rein und mach Reparatur. Das ist gut. Oh, fuck. Ich platz gleich. Kronen an. Eieiei, das war knapp. Oh, da platzt auch gleich noch eine Drohne. Eine Spinne. Ja, das ist eine von meiner. Eine deiner Spinnen wieder Zeug reingelegt. Sind hier Spinnen geplatzt oder sieht es nur so aus? Nee, ne? Ich sehe zumindest keine Spinnenleichen. Nee, das ist doch eine. Echt? Ja, hier, eine lila. Eine lila, dann war es nicht meine. Dann war das eine von meiner. Ach, da. Dann nehme ich mal das Inventar. Nee, ich nehme schon alles gut. Ja, ich kann eine Spinne bei mir upgraden. Weil du hast ja da so einen schönen Heavy Duty Personal Laser. Wupp. Wenn ich jetzt
Achso, du hast das rausgenommen, okay. Ja. Ich hab Solarpanels hast du. Gut. So, ich guck nochmal nach Muni. Ja, warte, ich guck kurz hier. Munition passt. Ja, okay. Repair Kits. Passt auch, ja. Next. Next Welle. Toll. Nicht, dass die Artillerie könnt ihr auch einfach links schießen. Nee, die schießt erstmal auf die weiten Nester. Das ist. Gibt eigentlich noch bessere Spider-Trons. Ja, Chaoskopf, wissen wir. Soweit sind wir halt noch nicht. Die kleinen, die wir aktuell haben. Genau, das sind die Mini-Dinger. Wir haben halt noch keine besseren. Unten rechts. Da kommen sie durch den Wald durch, geschlichen die Schweine. Aber ich bin im Wald schneller wie die, haha. Ja, ich hab nochmal 8 Schuss reingeworfen. Ja. Jetzt hier das große links von uns drauf geht, hoffentlich. Ja, jetzt schießen sie mal nach links. Ja. Nein, ich will die Forschung sehen von den besseren Spider-Drones. Ach so, war das eine Frage? Weißt du, wenn ihr mit Satzzeichen arbeitet? Dann, ja, Satzzeichen sollen Leben retten. Dann würde ich wissen, dass das heißt, gibt's eigentlich noch bessere Spider-Trons? Fragezeichen. Weil so wie du, ne? Ja? Brauchen die lila Forschung. Ich gebe mal Spider ein. Da ist sie. Das ist das Original Spider-Tron, so wie wir es aus Vanilla kennen. Deutlich größeres Inventar. Also wir sehen auch, sieht man es hier, ja. Gittergröße ist 10x6. Ja, auch keine Spider-Trotz hier, das sind das Spiderlinge. Genau, und hier sind es halt Gitter, ist es halt hier 10x4, also kommen nochmal 2 Reihen oben zu. Was natürlich gut ist. Komm, wer ist ein Opa? Satzzeichen retten Leben. Ja, eben. Genau. Wo steht's auf mein Facebook? Hast du nochmal Munition? Ich schaue, was da noch da ist. So, nochmal 14. Oh, guck mal, wo schießen sie jetzt hin? Höhe. Hey, nach da. Ah, da ist auch nochmal ein Nest. Sehr schön. Ja, was war denn da noch? So. Nächsten 6 Schuss. Repair. Act. Na guck, das war der eine Wurm noch. So, okay. Dann reiße ich ab, oder? Ja, mach das. Dann können wir nämlich gleich ein bisschen wieder scouten gehen. Ja, von der Höhe nach oben müsste ungefähr passen jetzt. Ah, ich soll die Bäume abreißen. Müsste ungefähr hier sein, der Anschluss. Ja, genau. Ich kann ja mal kurz hinlaufen, um aufzudecken. Und schneller. Klaas will Opa Dossi essen. Dieser Artillerie-Sound. Ja, definitiv. Deswegen habe ich es auch immer geliebt, World of Tanks oder World of Warships zu spielen, weil der Sound da einfach so ultra geil ist, wenn du ein Schlachtschiff hast und das seine Waffen abfeuert. So ein geiler Sound einfach. Hier oben sind noch ein paar Würmchen auf der Ecke, wo ich bin. Macht doch nichts. Die stören doch da nicht. Ja, aber da muss die Mauer hin. Wieso da? Ja. Weil das drüben dann passt. Ach so, wir, ja, okay. Ich komm. Un momento, por favor. Weil dann zieh ich schon mal. Da muss Phantom nämlich nur noch seine fertige Proprint drüber tuckern. Was? Ich hab ja noch gar nichts fertiges. Ich sag ja. Deine dann fertige. Ja, also, ja. Wann sind deine langsam?
Habe ich drei Ektoskelette drin? Hä, warum sind deine so langsam? Die haben doch genauso viele Ektoskelette. Und haben die keinen Saft mehr. Ach, die haben keinen Strom mehr. Ja gut, bei Heavy Duty Laser ist natürlich kacke. Klar. Ja. Korrekt. Achtung, Nova. Ja. Du stehst in der Grütze. Och, da ein Angriff fast instant down gewesen. Ja, ja. Lol. Aber mir ist aufgefallen, Böhmer greifen keine Mauern an. Nee. Guck mal, die Armen drüben. Die Armen da drüben. Ey. Eine höhere Reichweite wie ich. Schwein. Ein toter Bug ist ein guter Bug. Ein guter Bug. Definitiv voll. Ja, schöne Definitiv. Filme. Das war noch richtig Fernsehen. Sniper-Turm hinstellen? Haben wir nicht. Nee, leider nicht. Wir haben nur Cannon Turrets, aber die Cannon Turrets haben eine Reichweite von 30. Ja, ist ein bisschen weiter, aber nicht so weit. Da ist ein ganz großes Nest vor der Dossi. Ja, ich sehe es schon. Lauf mal kurz dran vorbei, um zu gucken, was dahinter noch so kommt. Ah, kommt auch wieder gleich ein Nest. Ah, da kommt auch noch mal Wasser hier. Kommt auch noch mal ein See. Oder was Größeres. Oh, oh. Huh, hoppla. Ich werde umzingelt. Ja, da ist auf jeden Fall was. Ich würde mal sagen, machen wir hier mal frei. Bereiten wir die Todeszone vor. So. Drohnen aus. Okay. Tolle Munition. Oh, sind ein paar Schuss. You ready? Ja. Drin. 38, ja, okay. Na, da sind noch ein paar mehr, ich habe keinen Platz. Achso, ja. Macht Sinn. Ich hab noch mal 11 oder so. Oh mein Gott, das wird aua. Ja, deswegen sollte man auch nicht zu viel auf einmal schießen. Ach, alles gut. Ich mache einfach den hier. Mach ein paar Engpässe. Dann haben sie ein paar Probleme. Ist der Feuerwerkplatz kaputt? Ja, ja. Oh, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir das überleben. Ich habe keine Munition mehr. Im Setzen. Oh, Kritze. Nee, das überlebt er nicht. Ja, das sieht ganz beschissen aus. Eile. Der sieht richtig beschissen aus. Kommt die nächste Welle. Ich rette, was ich kann. Ja, bin tot. Also die grünen Spucke und so weiter, die gehen noch relativ gut mit der Minigun. Alles andere ist dann ein bisschen schnell tot. Okay. Deswegen, nie zu viel Ari-Munition auf einmal rein. Na, war ja. Zwei, drei Schuss noch drin maximal. Achso. Ich meine nicht wegen Abbauen, sondern weil nicht zu viel schießen auf einmal. Das glaube ich. Keine Drohnen mehr. Ach was, stell dich nur da an. Oder nur Mimimi. Oh, Wassermarsch, jawollo, dankeschön. Fürs Erinnern, vielen, vielen Dank. Ah, letzter Tropf. Ich hab's doch vorhin noch gesehen, wo ist es dann?
So, aber ich habe Hauptsache das Zeug frei bekommen, was ich wollte. Ich mache das ganz einfach jetzt. Ich bin ja nicht ganz doof. Nein? Nö. Ah, warte mal. Wir können mal wieder hier auffüllen, ne? Such dieses Drecksgebäude jedes Mal, weil das so un... Was ist eigentlich das hier? Alien-Resin. Wo habe ich das Alien-Resin hier auf einmal? Wahrscheinlich von der Blume. Ah, okay. Und... Zack. Boah, einfach mal alles weggesaugt. Krass. Okay, hat sich gelohnt. Wie kommt man am schnellsten oben zu dir, Dossi? Ja. Braucht er keinen Strom? Nein. Ach, witzig, der braucht keinen Strom, geil. Teleporter to go, hä? Huh? Ja.